Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerschaft und Burgbesatzung bei Curious Expedition 2. Die Einwohner sind richtig stinkig auf uns und greifen uns hier in einem Überraschungsangriff an. Wir sind schon lädiert dadurch. Wir hätten jetzt die Chance, mit 50% zu fliehen. Moment mal. Das hätte ich jetzt auch vor der Folge machen können. Aber ich will jetzt einfach mal wissen... Das gucke ich jetzt online nach. Also, Curious Expedition 2. Moment, nicht Expeditions, Expedition 2. Fleeing. Was kommt dabei raus? Wer hätte das erwartet? Ja, genau. Fleeing System. As far as I can tell, escaping fights decreases your sanity. Try to fight off and risk to get killed. Second, lose party. Moment mal, hier gibt's Strategy Guide. Wartet mal kurz. Speichern und schließen, ja, hier bla. Hunter, Tipps, Challenges, Pacifist ist ja was ganz anderes. Wo ist hier über Fliehen? Irgendwas. Ich find's nicht. Leute, wisst ihr was? Wir probieren's jetzt einfach aus. No risk, no fun. Ach so, Chance zu fliehen, ohne dem Feind eine letzte Angriffsrunde zu geben. 50. Das heißt, wir kriegen einen Angriff tatsächlich. Also das ist ja wirklich die schlimmste aller Ausgänge hier, wenn die eine Angriffsrunde bekommen. Ne, dann würfeln wir. Da bin ich konservativ. Nein, nein. Das machen wir nicht. So, wir können jemanden heilen und in die Stasis nehmen. Das wäre eigentlich bei Nari jetzt fast schon sinnvoll. Allerdings kann sie auch hier Vergeltungsschaden machen. Verwundbar wird auch geheilt bei ihr, ne? Das ist schon mal ganz gut, dass sie weniger Schaden kassiert und sie könnte geheilt werden. Bevor wir dem Gegner hier irgendwas reindrücken. ...14 LP heilen. Da sind wir bei 56, ne? Oder wir gehen hier gleich auf voll heilen. Ja, ich glaube, ich mache das. Erstmal die Gruppe wieder ein bisschen aufstocken. Und mit ihr... Erstmal Ramöner heilen, glaube ich, ne? Wartet mal. Halt. Ja, okay. Jetzt habe ich es eh schon geklickt, weil ich mich wieder verklickt habe auf die Figur. Das ist manchmal irgendwie auch ein bisschen nervig. So, die drei können wir neu wählen und dann könnte man überlegen, ob man das vielleicht noch machen will. Die machen halt echt gut Damage. 20, 10 und er macht verwundbar und betäuben. Priesterin des Meeres, also gerne sie. Kriegerin der Insulaner ist mit am schlimmsten hier mit ihrem 20er Schaden. Habe ich was Schwächemäßiges? Bislang nicht. Ich glaube, das würfeln wir auch neu aus. Das lassen wir stehen, würde ich sagen. Das auch sowieso. Ja, so machen wir das. So würfeln wir neu. Mhm. Mhm. Okay, aber wir haben schon wieder Stasis. Ich will niemanden für Heilung einfrieren. Aber da könnten wir immerhin unseren Schild mit erhöhen. Nee, können wir nicht, weil wir keinen blauen mehr haben. Oh. Dafür kann ich 7 LP heilen bei irgendjemandem. Bei ihm zum Beispiel, bei Ramöner selbst. Ja, dann machen wir das jetzt. Ach, das war für alle. Okay, perfekt. Dann sind die schon mal alle Full Heal. Bis auf Ramöner selbst. Okay. Ja, verwundbar machen oder... Ich glaube, Speerschild ist hier besser. 23 Vergeltungsschaden durch Nare. Und 8 Schild ist nicht verkehrt, dass wir ein bisschen was von diesen 20 Schaden noch ablenken können. Dann würde ich sagen, wir... und 11 und 5 und 9. Warte mal, da machen wir wie viel Schaden? Jetzt muss ich mal gerade zusammenrechnen. Das ist nämlich jetzt so ein Kombinationsding.
Dann haben wir 13 Schaden plus 20 Blutungen in der Kombination oder... So rum kriegen wir mehr Blutung raus. Habe ich das jetzt gerade richtig gesehen? Ja, ne? 13 Schaden bleibt ja, aber die Blutung ist dann bei dem anderen tatsächlich um einen erhöht. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das doch so, oder? Oder machen wir direkt so, dass der direkt so einen mega krassen Blutungsschaden kriegt? Kann natürlich sein, dass er sich das wegheilt. Dann will ich hier lieber die 8 Angriff noch mitnehmen. Leider ist jetzt hier niemand verwundbar. Aber ich will auf jeden Fall... Eigentlich möchte ich, dass dieses Viech am ehesten nippelt. Der hat auch am wenigsten Punkte, Lebenspunkte. Ja, 21 Blutung, mehr kann ich eh nicht nehmen. Drauf damit. Zack, nochmal 8. Mehr geht nicht diese Runde. Ja, sie wird wieder betäubt. Und sie kriegt Schaden 18. Oh, Malen geht's nicht gut. Uiuiui, und sie hat beides blockiert. Ja gut, aber weitermachen wir. Das sieht ja gar nicht so schlecht bislang aus. Das müssten wir trotzdem noch gebacken kriegen, wenn wir jetzt nicht ganz großes Würfelpech haben wie jetzt aktuell. Hier hätte natürlich schon mal was rauskommen können. Den kriege ich auf jeden Fall diese Runde raus, die Kriegerin. Das ist ja eine Sie. Und dann will er heilen. Er will 25 LP heilen. Das heißt, da müssen wir also auf jeden Fall diese Gegnerin wegkriegen. Das wird ganz zentral sein. Boah, 20 Schaden. Oh man. Oh man, das ist heavy. Und eigentlich brauche ich was zum Heilen, verdammte Axt. Warum kriege ich das nicht? Mann. Jetzt, wenn man es mal einmal braucht, dann kriegt man die Kacke hier nicht. Los, würfelt das neu. Einer blieb offen, die anderen... Gut, wir haben Heilung, das ist schon mal gut. Und wir haben auch hier das Betäubungsding, kriegen wir auch weg. Oh, sehr schön. Plus, dass wir schon mal 14 Punkte heilen. Das nehmen wir auf jeden Fall. Damit kriegt sie beide Würfel zurück. Das ist super. So, jetzt müssen wir mal schauen. Alle Einheiten 7 heilen ist auch ganz nett, aber jetzt nicht ganz so mega dringlich. Wobei Schildverstärkung ganz gut wäre. Da würde ich aber den hier wegnehmen müssen. Dann haben wir aber immerhin 11 Schutz vor dem nächsten Angriff von ihm hier oben mit 20. Das ist auch nicht schlecht. Was wir jetzt schauen müssen, ist, dass wir die 26 von ihm wegbekommen. Das würde hiermit klappen. Dann hätte ich jetzt niemanden verwundbar gemacht, aber ganz ehrlich... Das muss ich auch nicht. Blutungsschaden brauche ich sowieso nicht. Ja, ich meine, ich kann verwundbar machen, das geht schon. Dann werfe ich die beiden Schadensdinger weg. Ich habe ja noch grüne Schadensteile. Und könnte hiermit sogar noch... Aber wen soll ich da verwundbar machen? Dann ja den ja nicht, weil den kriegen wir ja sowieso noch down. Da würde ich halt sagen, als nächstes gehe ich auf den Priester, dass der nicht noch mehr heilt. Da muss der sich halt selber heilen nächste Runde. Zufälliger Feind. Ja gut, das ist halt ein Risiko. Hallo Culture on Demand. Hallo Vlad, schön, dass du zuschaust. Auch dir einen guten Abend. So, jetzt gibt es erstmal einen zufälligen Verwundbarkeitsding. Buff, Debuff des Gegners auf ihn. Not my favorite, aber weil er ja halt geheilt werden kann von ihm nächste Runde. Okay. Hm.
So, mit dem ziehen wir auf jeden Fall den hier aus dem Kampf raus. Oder sie. Das ist ja eine Kriegerin offensichtlich. Obwohl das nicht wirklich erkenntlich ist, aber gut. So. Erster Gegner weg von diesen miesen Salamander-Typen. Jetzt könnten wir theoretisch bei ihm angreifen, aber wie gesagt, er wird 25 davon wegheilen können. Eigentlich möchte ich mir dann lieber hier, bevor ich hier heile oder so, will ich eigentlich lieber hier die... Wartet mal, was können wir hier machen? Schildschaden? Ne, das ist ja auch Quatsch. Eigentlich möchte ich mir hier zwei Würfel noch zurückholen. Ja, probieren wir das mal. Mal gespannt. Kriegen wir diesen Blödsinnswürfel zurück, den wir gar nicht mehr brauchen. Ja, super. Und einen weiteren Verwundungswürfel kriegen wir zurück. Na toll. Hey, er ist jetzt 42% verwundbar. Naja, hätte schlimmer kommen können. +12. Tja. Das Ding ist halt, der heilt das nachher weg, die Priesterin heilt das gleich wieder weg. Das bringt uns nichts, jetzt da anzugreifen. Das wird jetzt echt unglücklich. Und dieses Ding hier, das können wir doch nirgendwo einsetzen. Da wir überhaupt keinen... Also das ist effektlos quasi, der Würfel, diese Runde. Das ist blöd. Ja, Dann mache ich halt 28 Schaden auf ihn. Wenn er das heilen will, oder machen wir den Schaden auf ihn? Ich meine, ganz heilen kann er das hier immerhin nicht beim Clownmeister. 40 sogar. Wow. War das 40? Ja, offensichtlich ja schon. Gut. So, er wird gleich heilen und er wird dann angreifen. Leider haben wir kein Schild. Wir kriegen also 20 Schaden ab. Und er ist fast wieder voll geheilt. Naja, nicht ganz. Jetzt brauchen wir aber echt die Heilung für Malle, sonst wird das übel. Die drei würfel ich neu. Das Heilen ist ganz okay. Hier will ich aber eigentlich jetzt mal lieber meine Heilseiten kriegen. Das wäre mir wichtiger. Sperrschild ist ganz nett wegen dem Schild und der Vergeltung. Kann man kombinieren mit ihm hier. Ansonsten ist das erstmal okay. Ja, 4 Seiten gekriegt. Immerhin. Das ist, ja, allerdings nicht schöne Seiten. Ist nicht ideal. Also, Aber was ist das schon, ne? Immerhin können wir uns hier schön ein Schild machen gegen seinen 20er Schaden. Und 7 LP bei allen heilen. Das ist schon mal gut gegen für Ramöna und Victoria. Allerdings kann ich mich nur einmal mit Flixi zusammen heilen. Da aber kann ich dann Victoria ganz gut mit heilen mit der Geschichte. Da könnte ich 39 LP heilen. Wie viel braucht sie? 39, ne? Ja. Perfekt. So. Das ging gut. Und dann müssen wir mal schauen. Würfel zurückholen. Ja, es sind nicht so tolle Würfel dabei. Da könnte man jetzt also wirklich nochmal... Man könnte hier noch eine Verstärkung machen. Damit wir noch einen Angriff boosten können. Da hätten wir ja noch diverse Optionen. Ja, ich glaube, bevor wir die Heilung hier ausgeben... Entweder 95% boosten der Stärke von einem Charakter, der dann angreift. Das könnte entweder Ramöna sein oder wir nehmen hier den schwachen Schlag und boosten den ganz stark. Oder wir boosten den Speerschild. Das fände ich eigentlich auch ganz gut. Das machen wir mal. Wir stellen uns mal hier auf den Angriff ein, boosten ihre Stärke. Dann werde ich hier einen 22er Schild bekommen. Ja. Und hier nochmal 7 LP heilen. Für den
Angriff, der da noch reinkommt, nächste Runde. Dann werde ich dies, denke ich mal, jetzt auf die Priesterin gehen. Ritual der Fluten will sie hier machen. Ja, Vergeltungsschaden wollen wir auf jeden Fall. Maximalen Vergeltungsschaden und zusätzliche Schild, das ist gut. Wow. Und dann können wir 8 Schaden und 11 Bluten auf die Priesterin machen. Ja, das ist okay. Zug beenden. So. Abgeblockter Schaden. 25 bleiben übrig und wir kriegen alles abgeblockt. Sehr schön. Hallo, ludologischer Dr. Captain. Hallo, Sebastian. Schön, dass du auch da bist. Freut mich. Du spielst das ja auch ganz fleißig, habe ich mir sagen lassen. Also Curious Expedition 2. Wir sind jetzt hier, ja, nicht im härtesten Kampf, aber schon der x-te Kampf in Folge. Und wir müssen mit unserer geistigen Gesundheit noch in eine Höhle zurückkehren. Das wirst du gleich sehen. Das ist nicht ganz so einfach. Könnten jetzt auch fliehen, aber ich denke, jetzt, wo wir sie uns hier zurechtgelegt haben, machen wir sie auch platt. Ja, das, ich meine, die sollen sich mal nicht so anstellen, dass wir irgendwas aus ihrem Tempel geraubt haben. Das ist ja wohl. Ne? Also, wenn das da schon Jahrhunderte liegt oder so, mein Gott. So. So viel zum Nachvollziehen kolonialer Denkweise oder so. So, was machen wir jetzt aber? Wir sollten die Priesterin als erstes ausschalten, finde ich. Aber auch irgendwie Schild aufbauen. Das ist blöd, das können wir nicht. Schwäche, Gift, ja. Hm. Stärke haben wir hier noch. Angriffe können wir bislang gar nicht machen. Also, hier haben wir einen Angriff. That's it. Hm. Wenn wir hier Pech haben und keine Angriffe rauskriegen, wäre richtig blöde. Naja, wir kriegen einen Speerstoß immerhin. Leider sind wir hier dem 20er Angriff dann gleich relativ schutzlos ausgeliefert. Außer wir machen hier Schild plus 22. Würde ich aber dann schon mal sagen, dass wir das tun sollten. Und zwar in dieser Konstellation, die ist am besten verwendet, was die Würfel angeht hier, weil den Würfel brauchen wir nicht, den eigentlich auch nicht, weil wir keine verletzten Einheiten haben, verletzten Leute. Heilen müssen wir uns zwar auch nicht, aber wir kriegen halt das Schild schon mal für nächste Runde, das ist ganz gut. Für die Angriffe der Gegner. Damit wir die 20 abblocken. So. Einen möchte ich gerne durchaus verstärken. Ich möchte aber vor allen Dingen auch einen Gegner schwächen. Würfel zurücknehmen ist echt ziemlich gut, ne? Zufälliger Feind Schwäche. Daran wird sich dann so ein bisschen bemessen müssen, welchen wir hier angreifen. Ich glaube, dann nehme ich den hier tatsächlich. Gift 10. Oder nehmen wir die Stärke weg von unserem eigenen Angriff. Ist aber auch irgendwie blöd. Ich glaube, das hilft uns mehr. Mal sehen, wen es trifft. Die Priesterin. Sehr schön. Also die Schwäche ist nicht so wichtig, aber das Gift ist ganz nett. So, dann verstärken wir jetzt mal den Angriff. Von wem? Von Ramöna? Von Tugai? Von Nare? Nare kann immerhin eine Verstärkung. 7 plus 9 sind 16. Hier haben wir halt zwei Verstärkungen. Aber das geht nur auf Blutung. 8 plus 11 oder... Achso, das macht 7, der schnelle Schlitzer hier. Ah, das ist eigentlich ganz gut, dann sollten wir den nehmen. Tugai, du bist es, der hier Stärke bekommt für noch mehr Angriff. Dann werden wir... Ja, werden wir den Speerstoß nehmen oder werden wir den nochmal verwunden, dass der verwundbarer ist? Speerstoß macht 7 plus 9... Haben wir 16 Schaden auf ihn drauf? Ja, komm. Schaden austeilen ist uns wichtiger. So, damit ist er auf jeden Fall nächste Runde weg.
Denn er hat... Ah nein, er hat 25 Blutungen. Habe ich mir jetzt verkalkuliert, offensichtlich schon. Such a Pech. Ja, dank mir. Ja, das freut mich zu hören. Dass dir das so gut gefallen hat. Es ist aber auch wirklich ein nices Game. Ja, er ist durch die Vergiftung gestorben. Haltet die Stellung. Ja, jetzt können wir mit 90% fliehen, aber das ist ja Blödsinn hier. Das machen wir nicht. Jetzt sollten wir aber mit dem Zug uns auch beeilen, dass wir ihn auf jeden Fall jetzt schnell wegbekommen. Welchen Angriff möchte ich fahren? Also hier mit dem Ding möchte ich den eigentlich boosten, dass wir hier die Stärke auf 60% hochgefahren bekommen, den Boost. Für einen unserer Angriffe. Wahrscheinlich von Tugai. Tugai ist ja noch ein bisschen benommen, aber das zählt nur für seinen Flankenangriff. Das ist uns egal. Den brauchen wir eh nicht. Dann kann Nare hier noch angreifen, aber eigentlich macht der schwache Schlag mit dem Gehstock mehr Schaden von Paul Henri. Was ja auch in Ordnung ist. Wir würfeln mal neu. Okay, wir haben jetzt noch diese Geschichte. Wir können also den nächsten Angriff auch verschwächen. Aber bei 10 Schaden ist das echt nicht so mega nötig, finde ich. Hier machen wir auch noch Schaden. Ja, 41% verwundbar und 8 Schaden ist, glaube ich, wertvoller als umgedreht 52% Schaden. Von daher würde ich sagen, wir machen das so rum mit ihm. Und treiben das hiermit hoch. So, 13 und 64 verwundbar ab jetzt. Säuberung brauchen wir ja nun auch nicht mehr. Da können. Ach, ich habe den. Ich habe jetzt die Stärkung meines Charakters vergessen. 60 oder wollen wir 95 haben? Hier können wir immerhin noch einen Würfel zurückholen. Ist natürlich die Frage, welcher dann zurückkommt. Aber 95% für den nächsten Angriff. Ich denke bald mit Paul Henri. Der macht 8 plus eine Verstärkung, also macht er 18 Schaden. Dieser Angriff hier würde mit Blutung kommen. Das ist mir eigentlich egal. Ich will jetzt direkt Schaden machen, wenn er Verwundung hat. Also verwundbarer ist, meine ich. Ja. Machen wir das mal auf Paul Henri Badeau. 95% Boostung. Boosting. 18 plus 17. Plus 22. Das ist wirklich lustig. Diese Effekte hier aufzustapeln ist schon... nice. Jetzt muss ich aber rechnen. 40, 49 plus 8 sind 57 Schaden. Damn, um 5. Aber wir haben ja noch Würfel übrig. Wir kriegen den, ne? Nee, warte mal. Andersherum wird ein Schuh draus. Ja. Auf Wiedersehen. So, das hat geklappt. Super. Damit haben wir Beute. Oh Gott, der sieht richtig traurig aus. Tut mir jetzt ein bisschen leid. Na gut, Muscheln. Zauberstab der Gezeiten ruft das Meer an, sich zu erheben. Er setzt das Zielfeld durch seichtes Wasser. Das klingt nicht so schlecht. Und roher Fisch? Könnte man theoretisch handeln oder so. Ah, okay. Gut, wir sind schon wieder bei 24 Minuten Folgenzeit. Ja, so sieht's aus. Wir müssen jetzt zur Maulwurfshöhle fliehen. Da. Wir haben aber, wenn mich das Spiel jetzt hier scrollen lässt, hier noch eine Salamanderfähre. Aber wir haben eine Beziehung von minus 10 mit den Einheimischen. Fragt mich nicht, ob die uns nochmal überfähren wollen, weil sie sind auf der Suche nach uns. Und zwar alle drei. Vielleicht noch mehr. Oh je, und wir haben 63 geistige Gesundheit übrig. Immerhin ist niemand verletzt derzeit, das ist schon mal gut. Ich würde jetzt am liebsten das Ding schon fast einsetzen wollen, um hier ein bisschen
Laufkosten zu sparen, aber so viel Laufkosten spare ich hier sowieso nicht. Gut, wir können Yubi nochmal einsetzen. Ich schaue mal, was im Berg schlummert. Ein Obsidiansplitter. Hm, ja. Gut, und dann marschieren wir hier hin. Und nähern uns der Hütte. Jetzt bin ich gespannt. Ich wollte mich der Hütte nähern, wurde dann aber von einer wütenden, schreienden Person vertrieben. Es scheint, als hätte sich mein Ruf schon herumgesprochen. Weg mit dir, du dreckiger Teufel. Oh Gott, da müssen wir jetzt alle bekämpfen. Das ist unschaffbar, das geht nicht. Leute, hier ist noch ein Schreckenswolf. Hier sind zwei wilde Insulaner plus einer, der noch hinterherkommt. Und ich muss hier hinlaufen. In welcher Welt soll das gehen? Das ist ja unmöglich mit dieser Karte. Also wir haben zweimal Schokolade, that's it. Und Fisch. 6 Gesundheit. Ja, 77, das war's. Leute, das geht nicht. Also würde ich jetzt hier so durchkommen? Ah ja, okay, da könnte es eventuell noch klappen, indem wir vielleicht vorher wahnsinnig werden. Also was soll ich denn jetzt hier machen? Das ist ja echt RIP. Das ist unschaffbar. Haha. Wenn die Schokolade ausgeht, ist die Expedition am Ende. Ja, aber wirklich. Also ich meine, eine Sache, die man noch versuchen könnte, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wir könnten jetzt hier hinlaufen und hier mit dem Stab der Gezeiten das Meer anheben auf einen seichten See, dann könnten wir hier runterlaufen. Aber müssen ja immer noch den ganzen Weg, also der ist dann immer noch im Weg, die anderen können wir damit vielleicht aber abhängen, weil die dann hier inzwischen dort sind, ne, also so, also es wäre ein Versuch wert, also was anderes will mir nicht logisch erscheinen. Das ist das Einzige, was wir wirklich sinnvoll tun können, in der Hoffnung, dass er hier nicht noch kommt. Okay, immerhin, Tugai ist immer noch in guter Stimmung. So. Das geht. Oh, ist das schön, dass wir den gefunden haben. Der hat uns jetzt echt eventuell ziemlich den Hintern gerettet, dieser Stab. So, aber wir haben immer noch 40% Chance, dass es ganz übel ausgeht. Aber wir können es ja nicht ändern. Es muss ja sein. Und wir können immer noch hier abgefangen werden. Also Reisen. Minus 6, oha. Aber hey, sie kommen und sie sind hinter uns. Jawohl, nur den einen müssen wir wahrscheinlich noch besiegen. Da kommen wir nicht drum herum. Ja. Ich meine, was man machen könnte? Man könnte versuchen, dass man guckt, was hinter diesem Fragezeichen ist. Das Problem ist nur, man muss wieder mit einem Umweg hier durch die Nadeltubuli. Und die anderen kommen ja auch schon. Nee, wir müssen hier weiter. Es hilft nichts. Wir müssen jetzt hier einfach mit den Zähnen durchbeißen. Ja, damit dürfen sie uns wieder angreifen, aber gut. Eine ähnliche Konstellation wie beim letzten Mal. Betäuben, verwundbar und er darf jetzt einen der beiden hauen. 30. Boah. Ja, gut, liebe Leute. Ich würde sagen, hier machen wir nochmal ein Folgenende. Meine Güte, das wird ja doch noch ganz schön ausführlich, diese Expedition. Und es ist immer noch ungewiss, ob wir sie überhaupt schaffen. Naja, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge für alle YouTube-Zuschauer. Denn wir müssen jetzt ja erstmal gucken, dass wir hier diesen Kampf überhaupt beginnen. Bis dahin macht's gut, euer Tastenhauer sagt. Ciao, ciao.